Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Jeremia 17, Vers 7 heißt es: Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Und in einer anderen Übersetzung steht: Doch ich segne jeden, der mir ganz und gar vertraut. Auf jeden Fall ist jeder gesegnet in irgendeiner Form, der sich auf den Herrn verlässt. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute das Thema: Welche Last trägst du noch? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Welche Last trägst du noch? Ich möchte da zunächst mal aus Hebräer 12, den Vers 1 vorlesen. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert. Ja, da kann man viel darüber sagen, aber mir steht seit Sonntag, wo ich das Thema auch im Gottesdienst hatte, so eine Apollo 11 Rakete vor Augen. Die Rakete startet, wir haben das alle schon mal gesehen, und eine Brennstufe nach der anderen wird abgeworfen, wenn die leer sind, und es geht von einer Atmosphäre in die andere hinein. Und jede Atmosphäre hat ihre Eigenschaften. Die eine hat noch ein bisschen Erdanziehungskraft, die nächste hat wieder kein Erdanziehungskraft und so viele Eigenschaften, und unten braucht man so richtig Energie zum Hochkommen und oben geht es ganz anders, und ja, man braucht zum Teil nur noch Energie zum was in Bewegung setzen und dann bleibt die ganze Geschwindigkeit erhalten. Es sind ganz andere Eigenschaften, und da ist es wichtig, dass die Rakete ihren alten Ballast abwirft. Sie hat ihn gebraucht zum Starten, aber braucht ihn nimmer. Und wir Christen sind manchmal auch so unterwegs, dass wir den ganzen alten Ballast noch an uns hängen haben und wir kommen einfach nicht in die nächste Atmosphäre rein. Wir kommen einfach nicht Jesus näher. Und da heißt es immer: Ja, das war doch gut und das war gut, und an dem halte ich fest. Es geht immer weiter, immer weiter. Und wie die Mission von Apollo 11 war, den Mond zu erreichen und auf dem Mond zu landen, was ist dein Mond? Was ist dein Ziel? Was muss bei dir wegfallen, damit du wieder eine Atmosphäre weiterkommst, damit du Gott näher kommst? Und da gibt es bestimmt viele Dinge, und ja, die Christen sind gleich dabei und sagen: Ja, die Sünde muss weg. Ja, selbstverständlich. Aber es gibt noch viele, viele Dinge, die wir zum Starten gebraucht haben in unserem christlichen Leben. Aber jetzt leben wir, oder wir wollen, in eine andere Atmosphäre hinein, und da müssen wir all das loslassen, damit wir wirklich Neues erreichen. Und das soll heute der Impuls sein. Herr, ich danke dir, Herr, dass du jedem zeigst, wo er noch an leeren Feuertanks hängt, an leeren Tanks, die irgendwo ihm mal den Schub gegeben haben und meint, das muss man irgendwie wieder aktivieren, dass wieder der Schub da ist vom Anfang. Herr, danke, Herr, dass diese Dinge beiseite gelegt werden. In einer anderen Atmosphäre brauchen wir andere Mittel und gibt es andere Gesetze. Und ich danke dir dafür, dass wir unterwegs sind, Herr, zu dir, immer dir näher zu sein, immer mehr von dir zu erfahren, und zeige du jedem den Weg. Amen. Amen. Viele Menschen haben uns wieder ihr Gebetsanliegen geschickt, und über WhatsApp erreichte uns folgendes Anliegen: Liebes Gebetsteam, bitte betet. Eine Kollegin hat letzte Woche ein Kind bekommen und das musste schon operiert werden am Herz. Nur noch Jesus kann eingreifen. Es muss noch eine zweite Operation gemacht werden. Jetzt kann nur Jesus helfen. Danke fürs Gebet. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du dieses Kind
kennst, das gerade ein paar Tage alt ist. Und ich danke dir, dass du dieses kleine Herz berührst, dass dieses Herz wieder vollkommen gesund ist. Und ich danke dir, dass deine Hand jetzt auf diesem Herzen liegt und dass es durchströmt wird mit deiner Heilungskraft. Und ich danke dir, dass du dieses Kind heilst, dass es ein vollkommenes Herz hat, so wie es auch in deiner göttlichen Schöpfungsordnung vorgesehen ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du da wirklich ein Wunder tust. Danke, dass du auch mit den Eltern bist, dass du auch die Eltern segnest, ihnen Mut schenkst und ja, einfach Zuversicht an für dich oder an dich. Und ich danke dir dafür, dass du Mächtiges wirkst. Amen. Amen. Und aus der Schweiz bittet uns diese Frau um Gebet für ihren Mann. Liebe Isolde, lieber Daniel, mein Mann liegt schwer krank im Spital. Die Ärzte machen uns wenig Hoffnung. Er hat eine schwere Lungenentzündung und sein Kreislauf ist sehr schwach. Er hat gerade 2 Operationen hinter sich. Bitte beten Sie für ihn, damit er die Krise übersteht. Vielen Dank und Gott befohlen. Und Jesus, du kennst auch diesen Mann, der so in einer Krise steckt. Und ich danke dir, dass du auch da eingreifst, dass du diese Lungenentzündung wieder durchströmst, dass diese Lunge durchströmt ist mit deiner Heilungskraft. Danke, dass da wirklich Heilung geschieht und ein Wunder geschieht. Danke, dass dieser Mann wieder vollkommen zu Kräften kommt und dass du ihn wunderbar berührst. Danke, Jesus, auch der Kreislauf und alles, was damit zusammenhängt, dass es wieder in eine wunderbare Ordnung kommt. Und ich danke dir, dass diese Kräfte zurückkommen und dass er wirklich gesund sein darf. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, schreib uns dein Anliegen oder ruf an. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und eine Frau schreibt uns folgendes Gebetsanliegen. Seit einigen Jahren leide ich an verdrehten Wirbelsäulenkörpern im Lendenbereich. Und nun habe ich noch fast unerträglichen Schmerzen in der rechten Leiste und Gangstörungen. Ich wohne in der 3. Etage und kann nur mühsam runtergehen. In der Wohnung kann ich mich nicht mehr auf das rechte Bein stützen und das linke Bein heben. Ich gehe meist rückwärts, da dann die Schmerzen erträglich sind. Ich bitte euch ganz herzlich für Gebet, da ich sonst nicht mehr vor die Türe kommen kann. Vielen Dank fürs Gebet und vielen Dank auch für den Geburtstagsgruß mit Psalm 84. Eure Schwester im Herrn. Ja, danke, Herr. Du kennst jetzt die ganze Leidensgeschichte. Du kennst auch das ganze Knochengerüst und Nerven, die ganzen Nervenbahnen. Und ja, ich danke dir, dass wir in deinem Namen, Jesu, den Knochen und den Nerven gebieten, dass sie in die richtige Bahnen und in die richtige Platzierung hineinfinden, auch die Bandscheiben und alles, was damit zu tun hat. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass die Schmerzen verschwinden und dass es ein ganz normales Gehen und ein ganz normales Treppen steigen und Herr, alles ohne Schmerzen ist. Herr, ich danke dir dafür, dass du wunderbar die Wunder tust. Amen. Amen. Ein Gebetsanliegen von einer Frau, die Diabetes hat. Ihr Lieben, bitte betet für mich. Ich habe einen schlecht eingestellten Diabetes, den ich nicht auf normale Werte bekomme. Daraus resultiert, dass meine Augen sehr schlecht sind. Man kann es lasern, aber ich habe es nicht vertragen, habe starke Schmerzen. Des Weiteren habe ich eine Kurzatmigkeit. Ganz lieben Dank an das gesamte Team. Oh ja, danke, Herr, dass du jetzt auch wunderbar mit dieser Frau bist, Herr, mit der Diabetes. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du Wunder tust. Ich danke dir dafür, Herr, auch das alles, was mit zusammenhängt, Herr. Ich danke dir die Kurzatmigkeit und all das, was mit den Augen zusammenhängt. Ich danke dir dafür, Herr, durchflute diesen ganzen Körper mit deiner Heilungskraft. Herr, lass Großes geschehen. Schenk einen Frieden, schenk eine Freude hinein. Ich danke dir dafür, dass wir Heilung erwarten dürfen in deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Menschen schreiben uns auch, wie Gott eingegriffen hat in ihr Leben. Und da schreibt eine Frau, verschwundene Nierensteine. Vielen herzlichen Dank für eure Fürbitte für meine Tochter in der Gebetsnacht. Der Nierenstein war bei der Nachuntersuchung verschwunden. Der Herr ist groß. Ja, das ist wahr. Und eine Heilung in der Gebetsnacht.
Ich hatte zur Gebetsnacht an Karfreitag ein Gebetsanliegen gesandt. Die letzten Monate hatte ich täglich Schmerzen im rechten Knie beim Treppen hoch und runter gehen. Seit Ostern sind die Schmerzen weg. Preis und Dank sei dem Herrn und euch für eure Fürbitten. Das ist doch wunderbar. Am Karfreitag war das Gebetsanliegen und am Ostersonntag war alles weg. Und eine Frau aus Österreich berichtet uns Folgendes. Seit Frühjahr beschäftigt mich das Thema emotionale Heilung. Über YouTube habe ich an den Heilungstagen teilgenommen. Sozusagen unfassbar war für mich, dass Herr Müller in seinem Vortrag Heilung der Seele einen Satz sagte, der eine punktgenaue Antwort auf eine Fragestellung von mir war. Es war eine Direktantwort. Die Frage hat sich für mich gelöst. Ich fühle mich befreit, kann nach vorne schauen und arbeiten. Ich möchte Ihnen danken und bestätigen, auch von den Heilungstagen über YouTube ging eine spürbare Kraft aus. Ja, und Gott hat immer einen Weg. Und eine Frau bat um Gebet für den Mann ihrer Freundin. Sie schreibt, letzten Sonntag bat ich um Gebetsunterstützung für den Mann meiner Freundin, der 2 Tage vorher wegen Herzproblemen ins Krankenhaus musste. Sonntags war der Puls wieder normal. Weitere Untersuchungen wurden vorgenommen, kein Befund. Er wurde heute entlassen. Preis den Herrn und danke für euer Gebet. Wie wunderbar. Ist das nicht wunderbar, was Gott alles tut? Hat er bei dir auch etwas Wunderbares getan? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Melde dich, dass wir deine Freude anderen weitergeben können. Der Tipp des Tages. Welche Last trägst du noch? Das ist auch eine Frage an dich. Welche Last trägst du noch? Geh einfach vor Gott und wirf sie weg, diese Last. Aber ich glaube, dass das auch ein Prozess ist, wo du sagst, ja, vielleicht das und jenes. Ich versuche immer wieder, das Alte zum Leben zu erwecken, wie was ich früher an Freude hatte und wo ich Freude damit hatte. Aber es funktioniert nicht mehr. Die Leute, sie machen nicht mit und was auch alles. Ich sag dir, erkenne es, wirf es ab, trenn dich von der alten Last, die mal schön und gut war, und geh vorwärts in die nächste Ebene, in die nächste Atmosphäre mit Gott. Wenn du Hilfe brauchst im Gebet, dann schreibe uns. Wir sind gerne für dich da und beten auch gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet und auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, heute möchte ich dir wieder unser neues Magazin Freude am Leben empfehlen. Es hat wunderbare Berichte und viel, viel Neues drin. Du kannst es kostenlos abonnieren. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Und für heute verabschieden wir uns von dir, wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.